Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video im Einzeltyp Cup. Und ja, ihr seht schon, ich zocke Simsala in der Krypto-Variante. Ich bin gespannt. Also das Ding ist ja eine absolute Glaskanone. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Der Schaden ist natürlich brutal, aber ich weiß halt nicht, ob ich zu einer Attacke komme. Dementsprechend, wir gucken einfach mal. Und ja, sieht schon mal nicht so lecker aus. Wir gehen mit unser Hypno, weil das hält schon ein bisschen mehr aus. Und gucken einfach mal hier. Du hast leider Nachthieb. Und ich habe leider nur den Donnerschlag. Der Wechsel wäre super lecker, wirklich. Also der Wechsel wäre super, super gut. Ich weiß nicht, ob ich auf den Donnerschlag gehen soll. Du weißt ja nicht, vielleicht kann ich auch Eishieb haben oder so. Deswegen gucken wir mal. Und ja, zwei Schilde wollte ich jetzt eigentlich nicht investieren, aber gucken. Also Wechsel wäre, wie gesagt, schon super, super wichtig. Du weißt es halt schon, dass ich Donnerschlag habe, ne? Ja, komm, ich gehe auf Spukball, aber ich glaube, das Wechsel holen ist nicht so einfach. Du gewinnst wahrscheinlich auch die Gleichstände, ne? Ich weiß auch nicht, ey, irgendwie schwer. Ich krieg eh nur noch einen Spukball hin. Ja, dann haben wir wenigstens die zwei Schilde, ganz ehrlich. Also, haben zwar nicht den Wechsel, den wir bitter benötigt hätten. Oh, okay, sehr gut. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. Ich glaube, du hast drei oder so Konter, vier. Nee, Moment. Wir gehen einfach jetzt hier direkt rein. Boah. Ach du. Das ist ja krasser Schaden, ey. Ich glaube, ich brauche meinen Simsala, glaube ich, nicht mehr, ne? Vielleicht ist es der Steinhagel, aber das war das, was ich machen wollte. Ich wollte einfach den Schaden hier raushauen. Jetzt haben wir noch, genau, unser Mund hier einfach. Muss halt gucken, wahrscheinlich wird es auf Meteorologen gehen, ne? Ah ja, oder Hitzekoller, ich weiß es nicht. Hitzekoller oder Meteorologe. Schwer, schwer, schwer. So. Soll ich noch einen Konter machen? Ich glaube, Body Slam reicht nicht ganz. Ich glaube, ich muss noch den Konter raushauen. Wir gucken einfach mal. Ah, oder? Nee, vielleicht war das auch ein Fehler. Ah, bitte kein Hitzekoller. Sonst bin ich weg vom Fenster. Und Meteorologe, okay, okay. Wisst ihr was, dann geht es einfach direkt so. Ich hoffe, das reicht, weil ich überlebe drüben, glaube ich, einen Konter, aber nicht zwei. Deswegen habe ich jetzt so im schlechten Timing eingesetzt. Ah, hätte ich mal den Konter rausgehauen, ey. Hätte ich mal den Konter rausgehauen. Boah, war das knapp. Boah, das war richtig knapp. Und, bisschen riskant gespielt, aber ihr habt gesehen, der Schaden von Simsala, der Konfusionsschaden von Simsala auf Macho, der war richtig geil. Und klar, man muss halt dieses Matchup erstmal hinbekommen, ne? Deswegen bin ich halt ins Hypno rausgewechselt, weil das kann halt, das hält halt viel mehr aus. Also Hypno ist natürlich viel besser als Simsala, aber ja, schon witzig, wenn man das so hinbekommt, das ist sehr gut. Ich bin gespannt, was du reinwechselst. Mal gucken. Okay. Ja, wir schilden erstmal nicht. Ich hoffe, ein Gift-Pokémon oder dann gehe ich direkt in Simsala. So, okay, ja, bleibst drin. Huh, was sagt mir das? Hast du vielleicht hinten noch ein Stahl-Pokémon oder so? Soll ich vielleicht doch mal eine schilden dann im Verlauf? Gucken wir mal. Ja, weißt du was? Ich schild mal, weil vielleicht brauche ich das ja noch, das Ding. Und, ja. Ach, Tara, ja, schon nicht so verkehrt, das Ding auch. Okay, kann man dich jetzt runterfarmen? Ich glaube schon, oder? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, okay. Amethenprise. Ja, dann gehen wir doch in Hypno. Weil, ich glaube, ich hebe mir das mal auf hier, das Mundtier. Ich kann auf jeden Fall hier Mondgewalt tanken. Und wie gesagt, bei Simsala wäre das jetzt nicht möglich gewesen, aber hier auf jeden Fall. Vielleicht ist auch nur der Sternhieb, mal gucken. Nee, die Mondgewalt. Ich auf Donnerschlag. Ich weiß nicht, ob das reicht, aber vielleicht kriegen wir den Schild, ich weiß es nicht.
Okay. Ja, Schaltkäufe sind ja vielleicht nochmal wirklich wichtig gewesen. Aber jetzt können wir vielleicht einfach mit Simsala runterfahren. Und damit Mundtier wird es ein bisschen schwer. Deswegen hoffe ich, dass du hinten vielleicht nochmal so ein Gift-Pokémon oder sowas oder ein Kampf-Pokémon wäre wirklich cool. Aber ich war. Oh! Oh, ja, okay. 5, 6, 7. Boah, perfekt, ey. Also, es läuft ja bis jetzt echt wie geschmiert, ey. Boah, ihr seht, der Schaden ist brutal und ich brauche gefühlt keine Ladeattacken. Aber gut, das hat jetzt bis jetzt sehr gut gepasst. Und das macht dann halt auch Bock, ne? Also, deswegen, das ist dann auch geil irgendwie. Und auf jeden Fall cool mit, also quasi, ich habe halt noch Hypno mitgenommen, weil quasi, wenn der Gegner das sieht, denkt er so, ah, okay, da wird der nicht noch ein Psycho-Pokémon sein oder sowas in der Art. Dann ist einfach genau das Gleiche sozusagen. Deswegen, hat auf jeden Fall Bock und ja, wir gucken einfach mal weiter, ne? Wir gucken einfach mal weiter. Ich bin auf jeden Fall gehypt. Wir sehen ein echter Toll. Ja, das ist natürlich ein Problem, aber das ist nicht das Ende der Welt. Denn ich resistiere deine, ja, Sofortattacken. Und es ist jetzt die Frage, ob ich ködern soll oder nicht. Ist jetzt echt die Frage. Komm, ich gehe einmal auf Dampfwalze. Dann gehe ich, glaube ich, in Hypno. Ist vielleicht blöd, aber. Ja, was soll ich machen? Mal gucken, ob da das Schild ist oder nicht. Okay, können wir machen einfach so. Vielleicht sieht irgendwie blöd aus, aber ich will meinen Mund hier noch ein bisschen aufheben. Und klar, ich könnte das jetzt schilden, aber ich lasse es einfach durch. Ich lasse es durch, wird wehtun, ich weiß. Und vielleicht, wir kriegen immer noch einen Deutschlag raus. Das ist okay auf jeden Fall. Denn vielleicht kriegen wir hier ein Schild oder ein bisschen Schaden. Okay, ein Schild. Ja. Nehme ich so mit, ne? Weil jetzt, klar, Body Slam reicht noch nicht ganz, aber mit so ein bisschen Konterschaden könnte das vielleicht was werden. Gut, jetzt schilden wir auf jeden Fall einmal. Holen uns noch ein bisschen Energie. Ich muss überlegen, wie viele Sofortattacken ich noch machen will, aber ja, das wird schon. Das wird schon. Machen wir mal so. Okay. Und gucken, was du jetzt noch hinten drin hast. Okay, das Ding ist schon mal weg. Okay, mal mit Feenbrise. Immerhin mit der Feenbrise. Und ja, wir gucken mal. Ich glaube, Schild hebe ich mir einfach für Simsala auf. Ja, schade, das hätte ich nur gerne rausbekommen. Aber überhaupt kein Problem, weil ich kann dich jetzt mit Konfusion, glaube ich, schon runterfahren. Runterfarmen, wenn ich den Schild jetzt investiere. Vielleicht sind noch mal ein Gift-Pokémon. Ich muss auf jeden Fall hier schilden, leider. Aber ja, ist halt so. Und jetzt ist halt die Frage, was ist hinten drin? Weil ich habe keine Schilde mehr und Simsala ohne Schilde ist leider nicht so gut. Deswegen gucken wir einfach mal. Okay. Ja, ich muss glaube ich so machen, ne? Aber ja. Wenn du jetzt schlau bist, lässt du das durch. Und ich glaube, ich kriege keinen Spukball leider hin. Ja, ich muss leider auf Feuerschlag gehen. Ja, gut, dort speedet es mich. Ja, GG auf jeden Fall. Admirai ist stark, also glaube ich auch, ja. Wo war das hier? Beim Human Catcher Bug, ne, kennt ihr sicherlich auch. Hat er gemeint, Admirai guter Safe Swap und ja. Meine Psycho Backline ist natürlich blöd, ne? Ich meine, hier die Zornklingen, die drücken dann schon. Deswegen, ja, GG auf jeden Fall. Aber wir gucken mal weiter, ne? Vielleicht ist ein positives Set drin. Hätte ich auf jeden Fall Bock. Und ja. Bin jetzt auf jeden Fall gehypt. Wir gehen mal hier weiter und sehen einen Macho. Er ist natürlich nicht so lecker. Und wir gehen auf jeden Fall in Hypno direkt. Und sehen dieses Ding. Ja, ich brauche auf jeden Fall einen Wechsel wieder. Ich weiß nicht, ob ich ihn bekomme ohne weiteres. Oh, aber das kriege ich auf jeden Fall raus. Ah, soll ich ein Schild? Ein Schild investiere ich mal. Ich weiß, es ist nur der Meteorologe, aber. Oder gehst du noch auf Hitzekoller? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber Schild wäre schon nicht schlecht. Wechsel, pardon.
Jetzt nochmal schilden. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ja, das überlebst du natürlich. Boah, bitte sag kein Hitzekolor. Komm. Ich weiß nicht genau, wie das mit den Attacken ist. Ich hoffe echt, dass es kein Hitzekolor. Boah, okay, Glück gehabt. Perfekt eigentlich, weil ich wollte, wie gesagt, einen Wechsel. Habe ich jetzt bekommen. Und ja, das ist nicht so verkehrt. Weil ich habe ja noch den Schild. Und du hast nur eine Sofortattacke rausgebracht. Das heißt, gucken einfach mal hier. Okay, perfekt. Boah! Du kriegst keine Attacke hin. Das ist ja unglaublich, wirklich. Also, das ist so krass. Aber das ist auch krass, leider. Ich krieg auch noch den Feuerschlag hin. Das macht so Bock, ohne Mist. Also, ich weiß, das Krypto-Event ist jetzt vorbei und so. Und das kann man jetzt, wie gesagt, wenn man es vorher hatte, hat man es jetzt, wenn nicht. Aber ihr braucht gar keine zweite Lage. Also, quasi, wisst ihr, was ich meine? Ich habe bis jetzt keinen Spukball nicht mal eingesetzt. Und das geht eigentlich um die Konfusion wahrscheinlich und dann aber Feuerschlag. Also man kann auch mit Frustration einfach spielen. Und ja, das ist so krass. Also wenn man das irgendwie hinbekommt, dass man irgendwie ein Kampf-Pokémon rauslockt oder ein Gift-Pokémon, das haut richtig rein. Also der Schaden ist echt geil. Wie gesagt, Stahl und so, ja, das wäre nicht so lecker, so ein Registil. Ja, aber da hat man wenigstens einen Feuerschlag, also macht da auch ein bisschen Schaden. Deswegen ist nicht so verkehrt hier. Es hält halt nichts aus, ne? Muss man auch dazu sagen, aber das ist auch eine richtig gute Führung. Ich bin gespannt, was du reinholst. Nichts. Okay. Nichts. Wir schauen mal. Ich glaube, wir lassen wir die erste durch. Oder? Ich weiß nicht. Also einmal will ich auf jeden Fall schilden. Vielleicht auch die erste, weil die erste könnte ja potenziell die stärkere Attacke sein. Komm, ich schütte einmal rein. Könnte eine Zuflucht sein oder so. Nee, Schmarotz, aber egal. Einmal wollte ich so oder so schilden. Okay, komm, wir gehen trotzdem auf Body Slam. Und jetzt gehen wir schon auf Hypno, weil ich glaube, Hypno sollte sich das eventuell sogar holen. Mit diesem, ja klar, mit dieser Vorbeit locker. Und Hypno brauche ich ja eh nicht mehr gegen Nachtara und ich werde auch nicht schilden, weil was bringt mir das? Gar nichts. Aber du kriegst nicht eine Attacke hin. Perfekt. Perfekt, auf jeden Fall. So, ja. Und wenn du hinten noch... Wenn du hinten jetzt noch eine leckere Überraschung für Simsala hättest... Okay, immerhin. Ja, schlechtes Timing, aber... Ich glaube, du hättest sonst hinten Schmarotzer eingesetzt. Machen wir das auf jeden Fall noch. Willst du natürlich nicht schilden, ist klar. Aber ja. Das lassen wir auf jeden Fall so durch. Vielleicht kriegst du noch einen Schmarotzer im Mund hier hin, aber ich glaube, werde ich einfach so lassen. Und jetzt habe ich die große Frage: Was hast du hinten? Bitte ein Macho, bitte ein Slimer. Aber bitte keine Registil oder sowas in der Art. Bitte, bitte, bitte. Boah, perfekt. Perfekt, ey. Das ist echt zu geil, wirklich. Also, der Schaden. Also, ich habe drei. Das ist so geil. Ich habe drei Konfessionen gemacht. Aber ich muss auch sagen, es hat auch wirklich alles gepasst gefühlt. Wirklich. Also, immer Gift hinten oder so. Also, ihr habt es gesehen. Ich muss einfach nur tippen. Also, es ist besser als Schaden. Ich muss einfach nur tippen. Und, ja, kann ich Simsala empfehlen. Ja, ich meine, wenn man. Wenn man ein gutes Team hat, also wenn man es halt ein bisschen schützen kann, ja. Aber es darf halt nicht in so ein schlechtes Matchup landen, weil ansonsten ist das halt sozusagen gegen Dragonier oder so, da kriege ich gar nichts hin zum Beispiel, ne. Aber so und ein Schild auf jeden Fall noch aufbewahren, also geiles Set. Wie gesagt, zockt Simsala oder sowas. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zugucken. Ja, viel Erfolg bei euren Sets und ja, wir sehen uns einfach das nächste Mal, ne. Ciao, ciao.